this one that's rapping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest. Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skywars hier auf dem Goblin-Netzserver. Heute spielen wir mal wieder eine Runde mit dem Mushroom Kit. Und ja, wir schauen mal, was wir damit so reißen können. Es ist jetzt ja so eine No-Teams-Runde. Ich wollte eigentlich Teams-Runden aufnehmen, aber irgendwie hat es keinen Bock gemacht, keine Ahnung. Es hat irgendwann eine richtig dumme Runde. Da haben die Leute sich alle verkämmt, hochgebaut und so. Und das hat dann ja alles zu lange gedauert. Deswegen ja, nehmen wir jetzt mal eine kleine Runde auf. 1 gegen 1 nur. Mal gucken. Ich habe schon mal kein Holz, weil es echt nicht schön ist. Ah, ich weiß nicht. Ja, ich setze die Kuh erstmal hier. Ich muss dann halt nochmal später zurückkommen. Ich hole mir jetzt erstmal gleich irgendjemanden mit einer Enderperle. Aber er wird auch rübergehen, wie es aussieht. Okay. Jetzt kommt Kampf. Ich will nicht runterschubsen. Nicht runterfallen. Na, nicht runterfallen. Ja, nice. Sauber. So muss das. Ja, jetzt haben wir schon mal Holz. Jetzt können wir auch wieder zurückgehen. Und ja, jetzt haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Ja, das kann ich ja alles drüben machen. Nice. Da ist doch unsere Pilzkuh. Und ja, ihr könnt ja mal auch in die Kommentare schreiben, mit was für ein Kit ihr gerne Skywars sehen wollt. Weiß nicht, vielleicht gibt es ja da so Ritterkit, keine Ahnung. Vielleicht ist das ganz lustig, wer weiß. Oder irgendein anderes Kit. Keine Ahnung, es gab ja auch so ein paar neuere. Müsst ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr da gerne sehen wollt. Ich hoffe, dass meine Kuh nicht stirbt. Ja, die klettert erstmal sonst wohin. Was brauchen wir denn alles nicht? Brauchen eigentlich. Ja, Eisen brauchen wir auch nicht. Wir brauchen das nicht. Blöcke. Ein paar Blöcke reichen, einmal essen. Ja, so eine Axt brauchen wir auch nicht. Okay. Sehr schön, Leute. Dann haben wir gleich genug eigentlich so. Ja, ich denke, das ist alles, was wir brauchen eigentlich. Wir können auch ruhig noch einmal ein bisschen Holz wegwerfen. Und ja, da gucke ich mal. Der nächste Gegner ist da vorne. Ja, ich gehe rauf. Natürlich. 7 Spieler nur. Ich möchte ein paar Kills bekommen. Ich hoffe, dass das alles noch so klappt. Willst du nicht runterfallen, Freundchen? Ah, nice, haben wir ihn. Da brauchen wir eigentlich auch nichts von. Ich denke, ich gehe sogar noch mal kurz. Der nächste Gegner ist dort drüben. Ja, ich muss mir keine neuen Suppen holen oder so. Ich habe immer noch genug. Das sollte sogar ja eigentlich reichen, um die Runde zu gewinnen. Ich gebe sogar schon einen Weg. Nice. Machen wir das. Das Problem ist halt manchmal, dass man hier in Skywars in der 1.8 übelst viele Suppen miteinander droppt. Das hatte ich auch schon in einer anderen Runde. Dass ich dann deswegen gestorben bin, da habe ich gerade gegen ein Team gekämpft. Und habe das richtig gut rasiert eigentlich. Einen habe ich schon getötet gehabt und beim anderen habe ich dann, ich weiß nicht, 3 oder 4 Suppen hintereinander einfach gedroppt. Weil da so ein behindertes Auto oder so war. Wo ich dann drauf gedrückt habe. Okay, ich hoffe, dass er von selber runterkommt. Nämlich eigentlich keinen Bock, da irgendwie hochzuklettern und dass er mich dann irgendwie runterschubst oder so. Deswegen. Und ja, die Hose können wir auch noch gebrauchen. Kuchen kann man sich ja auch gönnen. So. Okay, dann hoffe ich mal, dass der Typ jetzt runterkommt. Ich kann die Insel noch ein bisschen sicher bauen, dass ich hier nicht runterfalle, weil eigentlich mit dem Kit kann man theoretisch natürlich, außer man isst die Suppen nicht richtig, eigentlich fast gar nicht sterben, außer dass man runterfällt. Okay, da hinten kommt noch ein Gegner, das heißt, ich sollte jetzt auch hochgehen. Ich will eigentlich nicht, dass die sich gegenseitig töten. Bleibt am Ende weniger. Oh Mann, er ist tot, glaube ich. Am Ende nur weniger Kills für mich, ja, ist tot. Really? Muss er sich jetzt hochbauen? Ist dein Ernst? Okay. Hat er mich überrascht. Dass er mal runterspringt, damit hätte ich nicht gerechnet. Und der hat. Ich hätte wahrscheinlich. Ja, Junge, jetzt zeig, was du drauf hast. Easy. Ten-hearted. Okay, jetzt wird der andere wahrscheinlich gleich sich denken, oh, kann ich abstauben? Wird ihm aber nichts bringen, weil er mich nicht abstauben kann. Ich kann das bessere Schwert nehmen. Ich darf jetzt nur nicht zu viele Suppen droppen.
Kacke. Ich muss hier rauskommen. Ich glaube, er hat schon gemerkt, was für ein Kid ich bin. Er ist ja nicht blöd wahrscheinlich. Oh, er kann sich theoretisch auch Suppen machen. Muss ich auch aufpassen. Lebt meine Kuh noch? Ja, sie lebt noch. Wo sind meine Scheiße, ich habe keine... Ich brauche Holz, ich habe keine Schüssel mehr. Ja, ich habe eben ein bisschen verkackt, aber nur ein bisschen. Ja, ich brauche mehr Schüsseln. Eine Suppe kann ich mir noch machen. Und dann reicht das auch. War hier nicht mal irgendwo Holz da unten oder so? Ich vermute nicht. Er wird die Kuh wahrscheinlich töten oder so. Ja, ist dumm, dass ich ihn jetzt nicht hier unten töten konnte. Aber warum ich auch solche Gegner habe, die alle so... Keine Ahnung. Der erste ist ja wahrscheinlich eher so ein schlauer Spieler, der nicht raufgeht, weil er weiß, dass es nichts bringt. Na gut, nichts bringen. Ja, keine Ahnung, er hätte mich schon recht leicht zu töten können. Wow, wow. Krass, der Kampf. Okay, Leute, das war's dann auch mit der Runde. Ich hoffe, dass sie euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Und lasst doch ein Like da und ciao, ciao.